Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu Minus 5. Um ganz genau zu sein, Keen Minus 5, einem Mod, nennen wir es einfach mal, einen ganz besonderen Mod. Und an dieser Stelle auch hallo Leute, die auf YouTube sich das jetzt angucken. Ja, ich habe es angedroht. Hier ist es, wir spielen Keen Minus 5. Erneut, der Schmerz ist real, jetzt schon. Ich habe eigentlich gar keine Lust darauf. Aber, wo wären wir hier? Ne, also ich meine, ihr seid beim Mann von Shikari Netzwerk, ne, also, ha? Und an dieser Stelle, hallo, hallo, Quaxner. Er klingt zu viel wie Keen 5.5. Der Vergleich ist eventuell gar nicht so weit hergeholt. Ich hoffe, ich bin auch generell zu verstehen. Nach dem Desaster vom letzten Mal, wo ich, keine Ahnung, 10 Minuten mit mir selbst quasi geredet habe, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, nochmal zu fragen, ob ich zu hören bin, aber ich denke erstmal ja. Der Ingame-Sound ist tatsächlich gar nicht so wichtig, weil ihr werdet sehr oft hören, wie ich sterbe. Und ja, willkommen hier. So, wir brauchen den Pogo, ansonsten wird das hier gar nichts. So, apropos gar nichts, das wird interessant. Okay, ich bin schon mal weitergekommen als erwartet. Also, ne, man darf nicht vergessen, es ist eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Von daher. So, ich habe keine Ahnung übrigens, warum wir das tun. Also, wirklich gar keine Ahnung. Und das hier wird. Warum springe ich hier wohl? Okay, das Auge zu reiben ist eine ganz, ganz dumme Idee. Auch diese Plattformen sind, ich meine, wie könnte es anders sein? Sie sind ebenfalls rutschig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Na, 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 ha, 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 ha. Was ist das? Also das ist Keen Minus 5. Das ist besonders, I guess. Was für ein Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist quasi Pain. Aber quasi alles an diesem Mod ist Pain. No, 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 no. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich beim ersten Versuch so weit komme. Ich hätte es nicht gedacht. Nymphi, wie geht es dir? Ich hoffe, jetzt, wo du endlich was gefunden hast, geht es dir besser. Ich hoffe, du hast auch eine schöne Zeit mit deinem Freund. Besonders zu schwach. Ja, ich bin definitiv zu schwach. Ja, ja, das ist Keen Minus 5, falls ihr das noch nicht gekannt habt. Wir lernen das gemeinsam kennen. Auf eine. Schmerzvolle Art und Weise. Ich glaube, man kann inzwischen nachvollziehen, dass ich so überaus glücklich war, dass wir direkt beim ersten Versuch so unfassbar weit gekommen sind. Das klingt gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst euch nicht von solchen schönen Dingen ablenken. Besonders nicht, wenn es hier hauptsächlich Schmerz zu sehen gibt. Ich hoffe mal, ich muss diese Schalter aktivieren. Auf der anderen Seite, ich wüsste auch nicht, wie ich das hier anders spielen will. Gott, diese Stelle ist so Pain. Also das gesamte Ding hier ist natürlich Pain. Also wir müssen nicht darüber reden, dass es anders wäre. Was trinken sie? Wichtig. Was die trinken. Ich tippe mal wahrscheinlich auf Kaffee. Kaffee. Meine Güte, ist das Pain.
Okay. Okay, nee, nee, ich brauch das da. Okay. Ah, Junge. Okay. Ich muss hier irgendwie Kontrolle reinbringen. Na! Nein! Oh nein! Nein! Aber es läuft deutlich besser als erwartet. Ja? Nach einem langen Arbeitstag und einem Zahnarztbesuch erwarte ich ja von mir. Das ist übrigens die Todesanimation. Ah, und ich realisiere gerade, ich habe das Falsche eingestellt. Weil das ist ja gar nicht Keen Mastai. Das ist nämlich Commander Keen. The Earth Explodes. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail, das nicht falsch gemacht werden sollte. So. Mein Ziel. Das ist nicht besonders viel. Mein Ziel ist es, dieses Level heute zu schaffen. Man darf das Grüne nicht berühren. Das Dark. Okay, ich meine, das ist jetzt nicht so dark. Okay, mir ist gerade spontan wieder eingefallen, dass quasi alles hier Eisphysik hat. Basically alles. Okay, man kann definitiv schon mal festhalten, mein erster Versuch war mit Abstand der beste. Alles grün ist aber. Ja, okay, diese Pfeile da, die pixeligen Pfeile, die sind nicht tödlich. Also tödlich ist quasi gefühlt alles andere, bis auf die Dinge, die man auf die man stehen kann und all die anderen Dinge, die Hintergrund sind. Das ist tatsächlich nicht ganz so viel. Und falls ihr euch denkt, oh mein Gott, für diesen Mod braucht man bestimmt unglaublich viel Aufmerksamkeit, die man eventuell nach einem harten Arbeitstag nicht hat. Ja, ihr habt vollkommen recht, das ist genau so. Okay, dieser Try geht bedeutend schneller als der andere. Okay. Ich sehe auch wahrscheinlich ein bisschen aus wie ein zerrupftes Huhn und sollte eigentlich auch mal wieder zum Friseur gehen. Das gestaltet sich mit meinen Arbeitszeiten etwas schwierig. Eigentlich kommt quasi nur das Wochenende und Mittwoch in Frage, weil ich ansonsten zu lange arbeite. Von daher werde ich vielleicht mal am Wochenende gucken. Vielleicht, also mich stört es ja eigentlich nie so, etwas längere Haare zu haben. Aber das stört irgendwie mein Umfeld. Ich habe keine Ahnung. Das stört irgendwie prinzipiell immer andere eher mehr als mich. Aber mir gibt es halt immer da so das Gefühl, ich sollte irgendetwas ändern. E? Ja, Quaxner, dir stehen eher lange Haare. Mir stehen lange Haare nicht wirklich. Das liegt aber auch daran, wow, Haarausfall und so. Haarausfall. Ich liebe es. Also, diese Blöcke hier, auf die ich gerade herumhopse, die haben quasi die Schneephysik, und quasi alles andere, was diese Blöcke nicht sind und was nicht tödlich ist, das hat Eisphysik. Wie viele Teile gibt es denn, die man nicht berühren darf?
basically alles, was keine Plattform oder ein Hintergrund ist. So. Boah. Bin lost. Ja, das tut mir ein bisschen leid, dass ihr lost seid. Es tut mir auch leid, dass ihr dieses Level wahrscheinlich noch 100 Jahre sehen werdet. Also, ich hoffe einfach mal, wir schaffen das heute noch. Aber ihr seht ja, womit ich es hier zu tun habe. Oh mein Gott, ist das schwer, den Pogo na auf die Art und Weise zu kontrollieren. Oi, Jonas, how are you doing today? I hope you are doing just fine. Ich habe eine Keycard. I have one Keycard, aber ich habe gedacht, ich krieg's hin. Ah, come on, come on. You see, I play Keen minus 5 again. It's basically, I don't know. I have nothing to compare it with. It's not like gestrandet auf der roten Planet, which is kinda okay. Gluten for punishment. But yeah, it's fun and nearly everything here is deadly or has ice physics, so it's really neat. Ja, Schadenfreude Bad selber. Jos. Das war close. Oi, Finn, wie war spazieren going mit Jobby? Ich hoffe, es war Jobby-tastig. Kann ich eine Frage kurz stellen? Kannst auch eine Frage lang stellen? Ich frage mich, wo kriege ich die andere Keycard her? Also nicht von hier. Moin ist einfach nur ein anderes Wort für eine Begrüßung. Genau, like hello, gude, was geht? Ich meine, was geht ist quasi auch eine Begrüßung, nur eine, die, keine Ahnung, ein bisschen behindert klingt. What's like for the Behinderte? Oha, oha. Finn rastet einfach mal aus. So, Insta-Front. What close? Welcher Teil ist behindert, Bayern? Ich finde das super schön, wie alle Leute direkt auf Bayern kommen. Aber ich glaube, Moin sagt man. Ja, im Norden, aber vielleicht habe ich da auch komplett nicht den richtigen Gedanken. Es tut mir leid, dass ich so klinge, als ob ich mich konzentrieren müsste. Das liegt daran, weil ich mich konzentrieren muss. Ich habe übrigens erst ein einziges Level von diesem Mod hingekriegt. Eins. Das erste. Ja. Ich glaube, da weiß man ganz genau, worauf man sich hier einlässt. Nämlich Pain. Ich wüsste gerne, wo die andere Keycard ist. Ich sollte vielleicht weniger Chat lesen, obwohl ich ja eigentlich genau deswegen streame, um Chat lesen zu können. Okay, ja, nein, nicht zu viel Schwung. Aha, das war zu viel. Boah, ist die Kontrolle einfach nur painful. Die Kontrolle ist einfach nur schmerzhaft mit nur Pogo. Nur Pogo ist
Very painful indeed. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wofür ich diesen Switch brauche. Guten Morgen, guten Moin, guten, ja, irgendwie sowas. Je nachdem, wo man in Deutschland unterwegs ist, fühlt sich das eh wie eine komplett andere Sprache. Yeah, kinda, Jonas. Basically, everything is deadly besides the platform you use and the background. That's it. Basically, everything else is deadly. It's not so fun, I guess. I mean, it plays horrible, actually. Ja, auf jeden Fall, Quaxner, es ist eine Begrüßung, also sowas wie Servus, das ist auch eine Begrüßung. Nur eine Vermutung, wir nehmen auch Vermutungen. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit ich schon in dieses eine Level investiert habe. Ich will es nicht wissen, obwohl man kann es relativ ganz genau wissen, indem man sich einfach die ersten beiden Parts auf YouTube anguckt. Ja, macht ja nichts, alles gut. Quasi muss ich immer wieder ein bisschen rätseln, wenn ich mit meiner Familie zu meiner Oma fahre und die halt ein bisschen Dialekt da sprechen, dann bin ich auch sehr, sehr schnell raus und muss teilweise ganz genau hinhören, weil ich ansonsten nicht richtig verstehe. Man braucht hierfür bedauerlicherweise sehr, sehr viel Konzentration. Und umso länger ich das mache, umso weniger Konzentration ist gefühlt da. Ja, quasi. I know. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist Akli Kessler. Keine Ahnung, war das der dritte oder vierte Game Over Bildschirm innerhalb von 20 Minuten? Ich weiß es nicht. Vor allem ist es interessant, ich muss immer wieder den Pogo einsammeln. Na, was mache ich da? Hallo? Auch beim Wortigen Mods gilt, es existiert die beste Kontrolle über den Pogo, wenn man den nur kurz aktiviert. Das Problem ist Eisphysics. Ich weiß nicht, ob ihr jemals irgendwann mal ein Mod oder ein Spiel gespielt habt, wo ihr euch gedacht habt, ja geil, Eisphysics. Also ich glaube, das ist hier auch ein mega schlechtes Beispiel überhaupt. Please send help. Ja, es klingt zumindest ähnlich. Ich möchte auch nicht leugnen, dass der Spaßfaktor etwa gleich ist. Also vielleicht habe ich sogar mit Keen 5.5 phasenweise mehr Spaß gehabt als hiermit. Ja, ich das muss ich irgendwann mal wieder einstellen, Finn. Irgendwann mal. Okay.
Nein. Ha, meine Güte. Die Kontrolle davon ist aber auch für die Tüte. Ja. Nein. Okay, das habe ich gerade noch so gerettet. Streich den letzten Satz und was auch immer. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das antue. Ich glaube, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich werde das in keinem Video mehr zeigen, sondern das ist was für ein Livestream. Wo eh keiner erwartet, dass ich etwas spiele, was Spaß macht. Nein. Nee, sagen wir mal so, im Stream kann man eher Dinge zeigen, die so sind, als jetzt in Videos, wo man eher so 20, 30 Minuten hat. Quasi wäre das schon wieder ein ganzer Part und ich habe basically keinen Fortschritt erzielt. Reminds me of something when I sneeze while eating. Keine Ahnung, I guess. Vor allem dieser Mod scheint sich wirklich an Masochisten zu richten und Leute, die mit der Vortex Steuerung gut umgehen können. Also sagen wir mal so, ihr könnt euch selbst denken, welche Fähigkeiten ich diesbezüglich mitbringe. Ich gebe mal sowas wie einen Hinweis. Ich bin offenbar kein Profi, was die Vortex-Steuerung betrifft. Ah, Bäume. Nur für die Leute, die das bis heute nicht verstanden haben. Ich sage immer Bäume, um zu verhindern, dass ich etwas sage, was, sagen wir mal so, nicht in einen Stream gehört. Und doch ab und zu in den Stream landet. Okay. Ja, Bäume. True. True Bäume. Boah, ich finde. Ich weiß nicht, was ich am schwierigsten finde von dem Level. Ich glaube, es ist wirklich dieser eine Sprung hier, weil der ist wirklich so gemacht, dass es unfassbar schwierig ist, den auf Anhieb hinzubekommen. Das ist jetzt eine Keycard, aber ich brauche da unten doch zwei. Nein, 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 das war zu viel Schwung. Meine Güte. Das sieht halt wirklich aus wie Kaizo-Kin. Ja, aber. Also, ich finde nicht, dass man das vergleichen kann, weil. Kaizo-Kin ist ja wirklich Trial and Error. Ja. Ja. Wenn ich es hinkriege, zeige ich euch mal, was passiert, wenn man den Pogo nicht benutzt. Die Betonung liegt auf wenn. Ja, hier, das ist, würde ich mal sagen, nicht nur Trial and Error. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich den deaktiviere. Ja, passt auf, ich werde ihn jetzt deaktivieren. Eisphysics. Eisphysics. Ja, Kaizo ist wenigstens irgendwie fast und
Wenn du Dinge schaffst, fühlt es sich irgendwie belohnend an. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich auf diesem Ding gelandet bin. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Aber naja. Okay. Ich habe das so ein Gefühl, dass wir das heute nicht mehr hinkriegen, weil ich hab ein schlechtes Gefühl. Na, aber bevor er jetzt sagt, Schikadi, du alter Schwarzseher, das sieht doch teilweise gar nicht so Müll aus, was du machst, dann sage ich euch, ja, okay, sieht teilweise nicht ganz so müllig aus. The problem ist, da unten brauche ich zwei Keycards. The fin ist, ich habe bisher erst eine gesehen. Und wie man sich denken kann, das hier ist ein bisschen schwierig. Von daher, ich habe keine Ahnung, wo die andere Keycard ist. Oder wofür diese beiden Schalter gedacht sind. Spiel Amber, Flio oder 5.5. Ich sollte doch mal so ein Müllkaiser spielen. Aber das hast du doch schon. Ja, vergessen, wie er hieß, aber. You kinda did. Nein, ich hab. Das sind zwei Türen. Das sind zwei Türen, aber ich. Wisst ihr was, bevor ich da irgendwie reinstuhle weiterhin, ich guck mal nach, wo da die zweite Keycard ist. Hallo? So, ich muss nur kurz googeln. Finde ich das mit minus 5? Natürlich nicht. Ich meine, das wäre hilfreich. So, Keen 2 Mods. Das müsste ja irgendwie relativ weit unten sein, weil es keiner spielen will. Sowas wie Episode Smile. Aha. Ich versuche gerade das zu finden. Ich mache das anders. Ich gehe jetzt quasi auf meinen eigenen Kanal. Meinen wunderschönen Kanal. Man hört wahrscheinlich gleich meine Stimme kurz doppelt. So, wo haben wir denn den allerersten Part von diesem Albtraum? Ach genau, hier, betitelt mit Ich bereue alles. So, da ist nämlich ein Link. Und ich habe. Es gibt keine Bilder. Es gibt keine Map-Bilder. Ich weine, ich weine. Also hier, falls ihr den Schmarrn selbst mal spielen wollt. Also, na, ich habe keine Möglichkeit zu gucken, wo die zweite Keycard ist. Das heißt, das wird noch so richtiger Pain. Also nur für den Fall, wenn ihr dachtet, es wäre noch nicht Pain gewesen überhaupt. Oh, 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 das lief so semi-gut, würde ich behaupten. Ich habe auch irgendwie schon wieder so ein Offline-Follow bekommen. Aber falls die entsprechende Person Eleonora85, irgendwie sowas, das hören sollte, vielen Dank für das Offline-Follow. Irgendwie gefühlt 90% der Follows sind sowieso immer offline, weil ich ja nie streame. Da, da, da. Kleiner Spaß am Rande und eigentlich ist das gar kein Spaß. So, wunderbar. Wo ist aber das, was ich suche? Das ist prinzipiell so the story of my life. Okay. Ach, das ist auch tödlich. Willst du mir sagen, Spiel, dass diese zwei Pixel da unten quasi mein Spielraum sind? Yay! Und mir fehlt wahrscheinlich eine Key.
Da ist die Keycard. Habt ihr die Keycard ist am Anfang vom Level. Du Monster. Du. Ich glaube zu wissen, was hier getan werden soll. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass ich die Keycard bisher noch nicht gesehen habe. Oh nein. Aber was macht... Was macht der Schalter da unten? Was tut der? Ich habe da so eine Vermutung. Hä? Ich verstehe halt leider nicht so hundertprozentig, wie das funktioniert. Kriege ich diese Keycard? How? How in the world? Kann ich da mit dem Pogo drauf? Okay. Ich habe so eine Vermutung. Ich habe die Vermutung, wir müssen beide Schalter aktiviert haben, damit sich quasi hier irgendwas tut. Ich habe noch keine Ahnung, was. Ich meine, dafür müsste ich erstmal so weit kommen, quasi beide Schalter zu aktivieren. Das dürfte schwer genug sein. Vor allem, ich gehe mal davon aus, the way to go, frage mich, wann der ganze Mod rauskommt. Ich habe jetzt nicht durchgelesen, wie viele Level gibt es von diesem schmalen Ei, ich meine von diesem wunderschönen Mod überhaupt. Nee, nicht, dass wir jemals noch ein drittes Level davon sehen werden. Nein, 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 nein. Ich hasse es, wie sich das einfach... 14, jo! Ja, so schrecklich, dass ich mich schon in den Tod begebe. Komplett freiwillig. Ja, Schneephysik und Eisphysik. Wenn du eh schon meinst, dass dein Mod behindert ist, klar, wieso dann nicht noch Dinge, die gefühlt keiner mag? Okay. Ich möchte eigentlich es nur hinkriegen, beide Schalter aktiviert zu haben und hier irgendwie lebendig zurückzukommen. Was viel verlangt ist, wenn man bedenkt, wie schwierig das ist. Auf der anderen Seite, ich gebe ungern auf. Das wird jetzt eventuell zumindest jene überraschen, die mit mir Magic spielen. das Ding ist halt einfach nur, ich gebe in Magic halt auf, wenn ich weiß, ich kann nicht mehr gewinnen.
Damit liege ich nicht immer richtig, das gebe ich zu. Das Problem einfach an der Sache ist, ich empfinde es als sinnlos, etwas fortzusetzen, wo ich keinen Weg mehr sehe, das zu gewinnen. Das ist halt, ne? Das, ja, wir werden danach, wenn wir das durchgespielt haben, Keen 6 spielen. Okay. Ich weine. Ach man, wieso muss ich kurz davor sterben? Ausländisch Worte gebe ich das, aber dunno. Nice Hotbigs. Ausländisch wird das Wort. Hitbox, okay. Nice Hotbigs. Ja, ich finde auch nice Hotbigs. Aha. Okay, könnt ihr festhalten, dass das eine dumme Idee ist, nach einem harten Arbeitstag das zu spielen. Können wir festhalten, dass es eine richtig dumme Idee war. Vor allem, ich mache diese ganzen Unsinn ja quasi in der Hoffnung, dass wenn man hier runterkommt, dass man diese Keycard dann aufsammeln kann, nur um den ganzen Schmarrn nochmal zu machen. Weißt du, derjenige, der diesen Mod gemacht hat, dachte sich, boah, der Teil am Anfang, ja, wo man da hoch muss, und der Teil hier, der ist so geil. Ich möchte, dass die Leute den zweimal spielen. Ja, also, das ist so super. Also, die dachten sich bestimmt, das ist so toll, das wollen die Leute bestimmt mehr als einmal machen. Also, so müssen irgendwie diese Leute denken. Ich kann dir nicht sagen, ob wirklich Leute so denken. Ich glaube einfach mal, derjenige wollte. Ne? Ich bin mir natürlich da nicht hundertprozentig sicher. Aber ich gehe mal davon aus, der wollte, dass das ein bisschen cringe ist. Ich glaube, der wollte, dass das so ist. Oh mein Gott. Nein. Krieg dich in den... Komm ich überhaupt so rüber? Nein. Gott, wie kann ich hier überhaupt fallen? Ich sehe ja nicht mal irgendwas. Okay, diese Dinger sind immer noch tödlich. Aber wie soll ich dann die Keycard am Anfang bekommen? Und was ist der Sinn von diesen Schaltern? Ist dieses Level überhaupt machbar? Hat das überhaupt schon jemals jemand irgendwie... Ich gehe jetzt mal auf die Forenseite dazu. Demo, nee. Es gibt dazu nicht mal einen Link. Warum gibt es dazu nicht mal einen Link? Okay, ich versuche mal das zu finden. Ich finde das nicht mal. Ich finde, keine Ahnung, YouTube, Internet, whatever, wer auch immer, wie ist dieses Level hier zu meistern? Was muss ich tun? Weil die Schalter zu aktivieren, scheint es nicht zu
Also, das scheint nicht enough zu sein. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch großartig tun sollte. Aber vielleicht wisst ihr ja mehr, Menschen des Internets da draußen. Weiseste der Weisen. Please don't troll me an dieser Stelle. Ich finde, dass dieser Mod schon Bestrafung genug ist. Irgendwas müssen diese Schalter doch tun. Ich weiß nur nicht was. Und ich würde gerne wissen was. Ja, da habe ich gerade endgültig die Konzentration verloren. Okay. Es ist halt die Frage, ob ich zumindest mal zu der Tür gehen will. Das Ding ist halt einfach nur, was sollte mir das bringen, zur Tür zu gehen, wenn ich effektiv nur eine Keycard haben kann? Weil die andere, warum auch immer, quasi hier am Anfang ist und nicht erreicht werden kann. Ich verstehe auch nicht, warum man die da platziert. Aber gut. Ne? Noch haben wir nicht aufgegeben. Wir dürfen auch nicht aufgeben, solange the power of the Internet auf unserer Seite ist. Will ich einfach mal aus Spaß da runter. Naja, ich meine, why not though? Okay, wir begeben uns mal in die konzentrierte Position. Ich habe auch noch mal gesehen. Ja, ich brauche definitiv beide Keycards. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich diese Keycard hier am Anfang kriegen soll. Das hat sich noch... das hat sich mir bisher noch nicht erschlossen. Was auch immer das gerade war. Das sah gerade so aus, als ob Eisphysics aktiviert worden sind. Aber hier sind zum Glück keine Eisphysics. Ansonsten weiß ich nicht, hätte ich diesen Mod schon lange verbrannt. Ich muss auf jeden Fall zurückgehen. Ich meine, das lässt sich quasi nicht verhindern. Ich muss also den kompletten Weg zurückgehen. Und irgendwas muss ich da tun. Ich weiß halt nicht, was. Das ist halt eine gute Frage. Ich weiß halt leider nicht, was da zu tun ist. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich überhaupt noch mal so weit komme. Hoffnung Nummer 1. Hoffnung Nummer 2. Irgendetwas passiert da auch. Auf jeden Fall, ich habe meine Schuldigkeit hiermit getan. Ich habe gesagt, kriege ich das noch gefixt? Ja, kriege ich. Ich habe gesagt, ich werde das im Stream nochmal spielen. Wow. Allerdings kann ich nicht sagen, ob ich das nochmal spielen würde. Wie What Happened? Habe ich Freeze oder so ähnlich? Keine Ahnung. Ist das Internet tot? Wenn ihr sowas schreibt, dann habe ich immer die Befürchtung, dass nichts mehr funktioniert. Na, mit der Wand. Ja, quasi alles bis auf diese Plattform hier hat Eisphysics.
Ich liebe das Level. Das Level ist mein Favorit. Also, wenn ich ein Level wählen müsste, das das Beste überhaupt ist, dann würde ich sagen, ist es garantiert nicht dieses Level. Ich meine natürlich, es ist die Level. Die Level? Ja, muss dir quasi vorstellen, das hörst du gerade auch hier. Der Eisphysik quetschen mich gegen die Wand. Deswegen muss ich auch quasi, wenn ich da runter springe, in die Richtung gucken, damit ich nicht in den Tod, keine Ahnung, rutsche. Wie auch immer man das ganz genau betiteln möchte. Wenn man das betiteln möchte. Es ist echt unfassbar, wie viel Konzentration ich brauche, nur um diese Sprünge hier hinzukriegen. Das ist definitiv einer der größten Herausforderungen, die ich zumindest was die Vortigern Spiele betrifft, gestellt habe bisher. Ich frage mich gerade, ob es irgendeinen Galaxy-Mod gab, der schwieriger war. Ich glaube, allein wenn man speichern kann, ist schwieriger relativ zu sehen. Nein, 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 nein. Verdammt. Ich merke auch einfach, dass ich unfassbar müde. Erstmal sterben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wow. Einfach mal über die Leute lachen, die gerade am Sterben sind. Aber ich merke schon die Anstrengung bei meinen Augen. Ich kann meine Augen kaum dauerhaft aufhalten. Was problematisch ist, weil ich sehr, sehr viel ganz genau sehen muss. Ich freue mich auch auf die nächsten Arbeitstage, weil ich habe so einen unfassbaren Berg an Rechnungen, der noch bearbeitet werden muss. Das ist nicht mal mehr lustig. Ja, das war super knapp. Und ironischerweise, ja, ich kriege ja aktuell immer mal wieder neue Aufgabengebiete und ja, muss mich halt damit auseinanderfuchsen. Hatte heute auch wieder eine neue Aufgabe. Wow. Gut gemacht, Mann von Chicago-Netzwerk. Und obwohl das nur, ich glaube, fünf Aufträge waren, habe ich bis, ich weiß nicht, kurz nach drei gebraucht, also nachmittags, bis ich damit fertig war. Wow. Einfach weil ich vorher nicht dazu gekommen bin, weil so viel auf der Arbeit los ist. Und dann war die eine Kollegin noch oftmals weg, weil auf der Arbeit muss halt oft was gefahren werden. Und die eine Kollegin soll ja hauptsächlich eigentlich wieder in der Buchhaltung sein. Und das finde ich an sich auch gut. Das Problem ist, wir werden unten nur so hoppla hopp mäßig eingearbeitet, was nur in die Hose gehen kann. Und das merke ich halt jetzt umso mehr im Moment. Eventuell muss ich da vielleicht nochmal mit dem Chef darüber reden. Weil das ist ein Problem. Also das ist ein Problem, das sich hoffentlich lösen lässt. Ich hasse Schneephysik. Hab nur Hose verstanden. Das ist okay. Vielleicht habe ich auch eine Hose gesagt. Ich sage die ganze Zeit nur Hose, Hose, Hose. Hose. Ich glaube. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir nähern uns womöglich. Also, womöglich einen Punkt, wo ich einen Break machen will. Ja gut, ich meine, ich muss als neuer Mitarbeiter natürlich vorsichtig sein, womit ich meinen Chef da belästige.
Ah, nee, nicht, dass der sich denkt, ja, okay, nee, sorry, das lässt sich leider gerade nicht ändern, ne? Gehen Sie woanders hin oder so. Wäre nicht so schön, weil eigentlich finde ich es da ganz cool. Ich mag die Leute dort. Ist halt nur ein bisschen stressig. Ja, keiner. Keiner finden, keiner. Aber zumindest scheine ich den Humor vom Chef immer mal wieder zu erwischen. Nein. Nein. Neun, genau, neun. Okay. Na, nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Das kann nicht das Ende sein. Mein Problem ist eigentlich nicht mal so wirklich, dass wir immer wieder hier sterben. Mein Problem ist, ich weiß ja noch immer nicht, was ich machen soll. Die beiden Schalter aktivieren und hier zurückkommen und auf magische Art und Weise kann man. Oh, wow. Ich bin wieder stuck in the wall. Oder on the wall. In irgendwie sowas. Das Ding ist, man braucht hierfür leider, und ich wiederhole mich, was das betrifft, man braucht leider sehr, sehr viel Konzentration. Und damit kann ich im Moment nicht so dienen. Wow. Wow. Also, es ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe heute. Mostly painful. Ich meine, wir sind immer mal wieder weit gekommen. Es ändert halt nichts daran, dass ich noch keine Ahnung habe, wie das hier zu beenden ist. Und ich weiß auch nicht mal, ob ich wissen will, wie das zu beenden ist. Weil ich komme ja nicht mal so weit. Na, auf jeden Fall können die Leute sich freuen auf YouTube. Die kriegen das heute noch hochgeladen. Ich möchte noch einen guten Versuch. Ich hätte gerne noch einen guten Versuch. Vielleicht bin ich einfach zu keinem guten Versuch mehr fähig. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Einmal noch. Einmal noch. Ah. Nach dem nächsten guten Run höre ich auf jeden Fall auf. Eigentlich würde ich gerne wissen, ob es wirklich was bringt, die beiden Schalter zu aktivieren. Vielleicht muss ich die auch gar nicht aktivieren. Okay, so viel zu. Ich möchte noch einen guten Versuch. Ja, das habe ich davon. Schwindende Konzentration. Wow. Mir fällt immer mal wieder auf, wenn ich das so spiele, wie schwierig diese ganzen einzelnen Sprünge dazwischen sind. Das geht immer mal wieder unter, weil die gelegentlich souverän von der Hand gehen. Okay. Ich glaube, mit dem letzten Satz kann man wunderbar festhalten, dass gar nichts geht. Okay. Schmerzhaft. Wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Und ich würde gerne wissen, ob mein Gedanke richtig ist. Ich habe in diesem Stream leider nicht herausgefunden, ob es das ist. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal hierhin zurückkehren werde. Auch nochmal für die Leute auf YouTube. Ich meine, ich habe versprochen, ich mache das nochmal im Livestream. Ich bin dem jetzt nachgekommen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Ich glaube, ich würde das nur nochmal machen, wenn ich hundertprozentig weiß, was zu tun ist. Also wenn ich weiß, ja, ich muss diese beiden Schalter aktivieren,
und kann dann quasi zurück, um die Keycard zu holen und dann quasi den ganzen Klamauk wieder zurück und dann ins Exit. Okay, würde ich in einem Livestream nochmal funktionieren, ne? Würde ich in einem Livestream nochmal probieren, so rum. Aber ohne dieses Wissen, ich glaube nicht. Weil das wäre quasi beim nächsten Livestream exakt wieder das, dass ich nicht weiß, ist es das? Und auch nicht mal wirklich so weit komme, um es herauszufinden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber gut. Ich würde mal behaupten, das genügt für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden, der vorbeigeschaut hat und der Meinung ist, dass es wert ist, hier auf jeden Fall mal zuzugucken. Bedeutet mir echt viel, ja. Quasi an jeder von euch, der hier ist und meint, hey, ja, komm, ich mach das, ne? Genau, moin, moin, ne? Auf jeden Fall. Auch schon mal Informationen für dich, Finn. Morgen ist Chat-Rollenspiel und Donnerstag ist eventuell, steht noch nicht fest, ne? Eventuell Magic, das heißt, ja, du hättest gestern recht, dass wir uns zumindest im Voice erst wieder am Freitag hören. Aber ich meine, was mich zumindest jetzt schon mal gehört und gesehen, das ist schon mal auch irgendwas, würde ich mal behaupten. Also ich meine, also nur, ne? Okay. Ja, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ja, ich versuche das auch weiterhin beizubehalten, dass ich dienstags streame, zumindest so eine Stunde, anderthalb, also so wie heute etwa. Und beim nächsten Mal gibt es irgendetwas, was eventuell sogar Spaß macht. Wer weiß das schon? Vielleicht packe ich auch wieder Episode Smile raus, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay, ich würde sagen, na, grüßt mir die Sonne, ja, und mach's gut und ja, schlaf gut. Keen minus 6. Nein.